Ja, moin moin meine Freunde, ich bin's mal wieder, der Puma83 vom Puma PS3 Gaming Channel und heute möchte ich euch einen Gast vorstellen. Ja, stell dich mal vor. Seid gegrüßt Leute, ich bin's euer Unikerl, der Clan-Genosse vom Puma83 und da wir heute hier enger zusammenarbeiten wollen oder auch für Zukunft enger zusammenarbeiten wollen, machen wir heute ein Dual-Commentary. Und das Gameplay, was ihr da seht, das ist von mir natürlich hochgeladen. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich darüber mit der Modell 1887. Mit Schaden und meine Perks waren Fingerfertigkeit Pro, Hardliner Pro und Stalker Pro. Und auch für dieses Video sehr wichtig ist, sind meine Abschlussserien, die Drohne, die Vorräte und der Luftschlag, der noch was ganz Besonderes in diesem Spiel zeigen wird. Naja, aber was ist eigentlich unser richtiges Thema heute, Puma? Ja, heute wollten wir mal sagen, so quasi, ob COD quasi den Ruf und allgemein die Shooter-Szene versaut hat. Also ich persönlich finde ja ganz klar, also ich habe nichts gegen COD, ich spiele es immer noch gerne, aber man muss sagen, COD, du hättest die ganzen Spiele auch als DLC verkaufen können. Oder wie siehst du das? Ja, eindeutig, wenn ich davon ausgehe, sage ich mal, die ganzen MW-Teile, Modern Warfare-Teile von Modern Warfare, Modern Warfare 2 und MW3 jetzt, das sind einfach nur Stückteile, die auch von der Story her nicht die Länge haben für ein ganzes Spiel. Wenn ich das mit Battlefield oder anderen Teilen vergleiche, das ist dann schon wirklich eine Packung mehr dran. Und das ist, macht dann auch schon einen Unterschied aus. Ja, jetzt muss ich kurz einschieben, ihr habt es gerade gesehen, er hat seinen 5-fach-Kill mit dem Luftschlag geschafft, der eigentlich in dem Spiel echt deutlich unterpowered ist und aus den Vorräten auch noch einen Reaper gekriegt. Das war eine Aktion, nicht Glück, sondern eigentlich können, muss man ehrlich sagen. Das hätte sie ja aber reinfahren müssen, das. Also da bin ich wirklich ausgerastet. Aber mal, also der Präzisionsluftschlag zu dem Thema muss man nicht mehr sagen, der ist einfach nur schwach. Ja, ich persönlich finde Activision auch extrem geldgeil. Ich meine, die DLCs, die sind keine 50 Euro wert, die sind maximal 10 Euro wert, die Karten sind nicht auch viel besser als die anderen, oder wie siehst du das? Ja, und ich finde auch, ganz ehrlich, das ist alles recycelt. Overwatch hat so eigentlich etwas von High-Rise, Blackbox hat so Teile von Afghan drin, sowas, was daran erinnern soll, an den geilen Maps von MW2. Und das versuchen sie jetzt uns, also sag ich mal, wenn ich jetzt übertreibe, auch scheiße Bonbons zu machen. Und das funktioniert auf gute Zeit vielleicht ein, zwei Mal, aber die Community ist durch MW3 schon so jetzt verhasst auf das Spiel, dass es einfach nicht mehr geht, auch die neuen Maps nicht mehr. Da einfach wieder nur rumgesniped wird, die zu groß sind und nee, ich sag dazu lieber nichts mehr. Sonst fallen immer noch schlimme Worte. Ja, und ich finde auch ehrlich, man hat bei Commander Krieger schon die neueste Map gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich finde sie einfach nur potthässlich und viel zu verwinkelt wie alle Maps in MW3 und eigentlich Killstreak fast unfreundlich. Meinst du und diese Radiation Fake? Ja, den meine ich. Ja, ist ein bisschen ehrlich. Ja. Aber ich wollte dich noch fragen, was sagst du eigentlich, dass COD4 eines der geilsten Teile nicht gepatcht wird mehr? Also da laufen ja nur noch Hacker, Cheater und alles mögliche rum und das Spiel ist eigentlich fast nicht mehr zu spielen. Ja, also ich persönlich finde ja COD4, ich habe es jetzt persönlich noch nicht gespielt, aber so was man sieht, das Spiel ist so einfach vom Prinzip her, das hat einfach nur die 3 Killstreaks, die Drohne, den Luftschlag und den Heli und da kann man nicht irgendwie mit Unterstützung rumnuben oder einem EMP oder, sondern du hast einfach deine 3 Killstreaks. Und die Waffen, die sind noch einigermaßen perfekt gebalanced. Und es gibt nicht wirklich einen Perk, das irgendwie overpowered ist. Weil wenn man zum Beispiel einen Perk wie Juggernaut nimmt, muss man auf andere gute Perks verzichten. Und das finde ich bei MW3 zum Beispiel gar nicht. Weil man kann zum Beispiel Fingerfertigkeit, oder bei Black Ops hieß es noch Flinkheit, und gleichzeitig auch noch Attentäter nehmen. Und das ist echt nervig, weil hast eigentlich alles, was du brauchst. Kannst wie so unsichtbar rumrennen. Ja, das ist wirklich ein echter Witz, worüber ich mich auch oft aufrege. Aber auch allgemein das Patch-System jetzt bei MW3, das ist ja eigentlich nur eine Integration von den neuen DLCs. Und wenn ich das jetzt, sage ich mal, mit Battlefield von EA vergleiche, die patchen da so viel in ihren Spielen, neue Waffen und so weiter, die versuchen wirklich noch zu arbeiten mit der Community. Da hat für mich COD jetzt auch in den letzten Jahren verloren. Und eines der größten Probleme für mich ist dieses Jahr bei MW3 besonders und auch bei COD, was in den letzten Jahren passiert ist, diese Einsteigerfreundlichkeit, diese Noobhaftigkeit. Als richtiger Spieler, da hast du fast keine Chance mehr,
wenn der Gegner eine MP7 hat. Da kann ein Noob am Gewehr stehen. Da kann einer sein, der das Ding zuerst mal in der Hand hält, so ein Controllergerät. Der kann sich damit wegkratzen, ganz ehrlich. Der braucht nur mit ruhiger Hand draufhalten. Das gibt's ja jetzt auch seitdem, dass die ruhige Hand einfach nur geradeaus durchzieht. Da kannst du dich wirklich schon mal drüber aufregen als normaler Spieler, sage ich jetzt mal, wie wir dir hier auch Commentaries machen. Ja, und ich meine persönlich auch, die Idee zum Beispiel zur Einsteigerfreundlichkeit, die Idee von dem Prestige-Shop ist ja eigentlich nicht schlecht. Nö, sag ich auch. Aber die, dass man dann sich die Waffe, wie eine MP7, die eigentlich man erst kurz vorm Ende kriegt, dass man sie sich sofort freischalten kann, dass man sie ab Level 4 hat, das ist doch einfach nur Kacke. Und ja, ich meine, dann rennen nicht nur die Leute, die ganzen Einsteiger mit den Waffen rum, sondern das ist auch Prestige 14 oder so, die mit ihrer ACR in Gold rumrennen. Und dann hast du auch keine Chance mehr, wenn du mal eine richtige Waffe spielen willst, wie ich es eigentlich nenne, die nicht so Mainstream ist, zum Beispiel die AA-12 oder wie in dem Beispiel die Modell, die halt echt mal launisch sein kann, wie man auch manchmal sieht, die manchmal macht sie auf eine Range, haut sie was weg, da hat man keine Chance, der Gegner, und manchmal macht sie aus direkter Nähe nur einen Hitmarker. Ja, das ist der Waffenbalance zu dem Spiel. Naja, also, aber allgemein verliert COD viel an Prestige für mich von dem ersten COD-Teilen her, aber jetzt, desto länger es wird, desto schlimmer wird's auch, und alleine schon durch die Werbung, es können einfach keine neuen Shooters, oh Mann ey, Sprachfehler, Schwanz im Mund, wie Elotrix sagen würde, es können einfach keine neuen Shooter-Spiele in diese Szene einrücken, weil COD durch die Werbung, durch alles andere, durch alles mögliche, keine mehr reinlässt. Battlefield hat sich gerade noch so reingeschlichen und gefestigt in den letzten Jahren, aber ich denke, neue Spiele werden kaum noch drin sein, weil die Community sich so verharrt hat in diese beiden Spiele und immer hofft, durch diese schlechter werden dieser Spiele, dass, also bei COD Battlefield 3 ist ja geil, dass bei COD, dass die nächsten Teile besser werden, und jetzt wird am 1. Mai das neue COD angekündigt. Naja, das wird wahrscheinlich Black Ops 2 sein, und wir hoffen natürlich, dass es zu MW3 eine deutliche Steigerung mal wieder ist. An Black Ops ja, muss rankommen, mindestens für meiner Meinung nach. Das meine ich auch, weil es gibt genügend Fanboys, die ganzen 12-jährigen Kinder, die sich cool fühlen, weil sie MW3 haben und mit ihren PP90 und so rumrennen. Das ist einfach, es gibt einfach noch viel zu viele Leute, die einfach COD seit MW1 oder noch früher zocken. Und die werden dem Spiel wahrscheinlich auch immer treu bleiben, weil die finden trotzdem noch den Spaß dran. Und das Spiel macht auch kurzzeitig Spaß, aber nach einer Weile merkst du echt, das Spiel ist so richtig scheiße. Zumindest jetzt bei MW3. Und du merkst, dass die alten Spiele, wie zum Beispiel Black Ops, wo man am Ende auch gesagt hat, dass es richtig kacke war, dass es doch nicht so brutal schlecht war, weil ich finde Black Ops im Nachhinein echt nicht schlechter als andere Shooter. Ich finde es knapp schlechter vielleicht als MW2, weil MW2 ist einfach eines der besten Shooter aller Zeiten. Da kommt einfach nichts ran vom Weapon Balancing und von dem ganzen Maps und Map Design. Von groß bis klein gibt's da alles. Und ich meine, der ganze COD-Hype, der ist schon übertrieben, mit immer neuen größten Verkaufszahlen und allem möglichen, das finde ich echt übertrieben. Und dabei sind es wirklich fast nur kleine Veränderungen in den Spielen von den Maps her. Der Aufbau bleibt meistens eigentlich gleich, und naja, also viel Neues kommt auch nicht hinzu. Und bei MW2 sieht es ja auch nicht mehr gut aus mit den ganzen Patches und so weiter. Die ganzen Hacker-Lobbys, von denen man da auch zwischendurch hört nachts, naja. Sieht schon nicht gut aus für die Zukunft für COD, aber die Noob-Generation wächst heran. Die Wochenendzocker freuen sich über COD, und die eingesessenen Spieler, die Grundlage, die Basis sozusagen von COD, die verlieren sie langsam, und ich weiß nicht, ob das so gut ist für COD. Ich finde auch, COD hat ganz klar die Zielgruppe geändert und ist jetzt eher zu den eher neuen Spielern gewechselt. Ja. Und Battlefield ist da ganz anders, aber das kann man ja in einem anderen Thema noch ansprechen. Ja. Denn das Gameplay ist fast zu Ende. Also mir hat es sehr gefreut, mit dir zu reden jetzt über dieses Thema, und ich hoffe, wir können bald mal eins darüber machen, über Battlefield oder andere Themen. Ja. Und ja, das Spiel, ihr seht, es geht nicht ganz bis zum Ende. Ich habe den Gegner so zerberstet und zermürbt.